Uiuiui, wir sind in Köln gelandet. Geil, in Köln. Und das ist der passende Zeitpunkt, euch zu einer Sonderfolge von Yo Hübi zu begrüßen. Schön, dass ihr wieder hier seid. Nach 2 Jahren Pause ist jetzt endlich wieder Gamescom. Wir sind unterwegs. Er ist wieder unterwegs. Am Roll. Und besuchen schöne Leute. Und da dachten wir, drehen wir euch eine Sonderfolge, Yo Hübi. Und dementsprechend haben wir Kommentare aus früheren Folgen nochmal rausgesucht, damit sich das Ganze nicht so doppelt. Und dementsprechend wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser wunderbaren Folge aus Köln. Beste Yo Hübi-Folge bisher. Tim ist einfach einer der sympathischsten Leute auf YouTube. Nur eine Kooperation mit David könnte ansatzweise daran kommen. Ich muss aber sagen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für dieses tolle Feedback in Bezug auf die letzte Folge, die wir gedreht haben, oder? Die war Hammer. Also ja. So viele Kommentare, die gesagt haben, yo, beste Folge, ey, Hammer, wie ihr miteinander kooperiert und so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn David dabei gewesen wäre. Nee. Bruder, wirklich nicht. Also, das war schon gut so, was? Mit David allein. Was soll das denn werden? How do I say I love you the day I let you go? Ja, Hübi, stell mal deine Lieblings-Harry Potter-Szene nach. Also eine der besten Szenen, gerade weil man sie beim ersten Mal gucken noch gar nicht so versteht, ist die aus Teil 2 in der Kammer des Schreckens, als Harry Tom Riddle konfrontiert. Weil das Buch ist ja nämlich ein Horcrux, aber erst in den späteren Teilen versteht man erst, wie wichtig die Szene eigentlich war. Aber was ich mich da schon immer gefragt habe, ist, was hat der eigentlich die ganze Zeit da unten gemacht, bevor Harry gekommen ist? So, nochmal alles durchgehen. Ich habe die rothaarige, das sieht auch nicht gut aus, aber es ist glaube ich schon die richtige. Man kann sich bei diesen ganzen Weasleys auch nicht sicher sein. So. Ja. Sieht so dramatisch aus. So, okay. Das passt. Jetzt gleich hier dahinter Sneaky. Dieser scheiß Potter, der könnte jetzt auch mal kommen, Mann. Hübi, ich stehe vor deiner Tür und habe Monopoly dabei. Lachender Smiley. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen ärgerlich, weil ich bin ja obviously gar nicht zu Hause. Aber das Gute ist, Beate und Dicke sind noch daheim und die kümmern sich eigentlich um alles, was daheim so passiert. Ja, Boss, ich stehe jetzt vor seinem Haus. Ich soll was machen? Im Keller, okay. Auf Ihre Verantwortung. Irgendwann später. Ich hab das gehört. Oh, verdammt! Hübi, erzähl uns mehr von deiner Heizung. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist die gleiche, die Vic mal hatte. Ich werde Hübi mit Hitze verbrennen. Hahaha. Jo, ist es hier irgendwie wärmer geworden? Ja, um genau 1 Grad. Stirb, Hübi. Stirb. Ich mach mal die Heizung aus. Nein. Nein. Hübi, würdest du gerne Kinder haben? Also prinzipiell sind Kinder schon eine nice Sache. So, sie geben einem, glaube ich, schon viel Erfüllung im Leben. Aber wenn sie da mal auf der Welt sind und es auch die eigenen Kinder sind, liegt es auch in der eigenen Verantwortung, dass sie gut und behütet aufwachsen. Du Papa, wen von uns hast du eigentlich lieber? Kinder, ihr wisst doch, das ist einfach eine ganz blöde Frage. Ich habe euch beide natürlich gleich lieb. Oh. Aber wenn ich ehrlich bin, am liebsten mag ich den Nachbarsjungen. Der hat wenigstens eine vernünftige Zeit im Speedrunning in Odyssey, ihr Versager. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, ihr seid auf Platz 285. Ihr seid aber noch vor den Geistens aus der 3. Klasse, weil die stinken. Und ihr noch ein bisschen. Hübi, spiel mal die Szene aus James Bond 007 Casino Royale nach, in der Bond Le Chiffre beim Poker besiegt. Hier dürfte das geheime Versteck der Verbrecher sein. Puh, aber keine Sorge, ich bin auf alles vorbereitet. Hey, wer bist du denn? Scheiße, daran habe ich nicht gedacht. Denk den falschen Namen aus, denk den falschen Namen aus. Hübi! Hübi, warte mal. Das klingt aber verdächtig wie der, von dem wir uns in Acht nehmen sollten. Dieser Hübi. Hörst du auf? Nee, ich war nur kurz im Boxverein. Ich meine die Karten. Ach so, ja, ich war schon immer König der Spiele. GG in den Chat! Hübi, gönn uns mal bitte 10 Sekunden Ventilator-Aktion. Es ist zu warm. Ja, Michi, da hast du recht. Das ist wirklich viel zu warm. Da muss ich aber zustimmen. Aber ich glaube, da kann uns CEO besser helfen. Ne? Kannst du mal den Ventilator anmachen? Hier noch ein Spiel dran. Löse einen Rubik's Cube mit Tutorial so schnell wie es geht. Let's go! Wartet, ich pausiere und mach den Volume Booster rein. Ja, rüber und dann wieder so einordnen. Genau. Okay. Haha! Ich hab eine ganze Fläche. So, jetzt können wir mit der Anleitung beginnen. Ach, die Scheiße.
Man muss einfach nur quasi diese Schritte auswendig lernen, genau. wie man Würfel an eine bestimmte Position bringt von einer anderen, genau. einer Position. Oha, einfach schon zwei Flächen hier. Zack, und der muss jetzt da hoch. Mashallah, ich check den Shit. Ich gib euch das. Zweite Ebene und oben Ding. Nur noch unten ist gefickt. Ich hab's verkackt. Aber ich hab das doch genauso gemacht. Ja. Sehr gut. Jetzt kommt jetzt sind nur noch zwei Ecken falsch. Tim! Ich hab's jetzt gleich geschafft. Ihr müsst jetzt jubeln kommen. Ich hab's voll verkackt. Eine Minute, 37 Sekunden später. Und zweimal hat Jonas mir etwas verdreht, was nicht in der Anleitung war, wodurch ich leider nicht in der Lage war, diese Challenge zu schaffen. Ich habe mein Bestes gegeben, aber Jonas hat es leider verkackt. Wir sehen nee, uns. Nee, gib ja nicht zu. Weißt du, ich zeig dir jetzt mal kurz, wie das geht. Ich zeig dir mal kurz, wie das geht. Du machst du mich so, okay, ja. Und zack, und dann machst du hier, da, wichtig ist, die machen nämlich immer so, zack, 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 ja. Und er macht einmal so, und dann hast du es auch schon gelöst. Ja. Es ist so einfach. Jetzt so schwer. Ah, einen Moment, wir haben eine Breaking News. Also, sie wollen einen Skandal publik machen über ihren Chef. Er hat sie im Keller eingesperrt und was noch? Wurden wir befreit, also wie zu arbeiten ist. Baby, Ansgar ist aus dem Keller ausgebrochen. Boah, krass, gut, dass du mir Bescheid gibst. Das kriege ich manchmal nicht mit. Das ist er doch. Ist er das? Eine sehr interessante... Was ist mit Urlaub oder an ihrem Geburtstag? Bekommen Sie da wenigstens ein Geschenk? Wie hat gesagt, wir hatten gar keinen Geburtstag. Skandalös! Ruby, benutzt mal bei der nächsten Frage die Uno-Reverse-Karte. Ich habe beim besten Willen absolut keine Ahnung, was das bringen soll, aber wir können es ja gerne mal ausprobieren. Jo, Zuschauer, mach die nächste Challenge mit verbundenen Augen. Ja, okay, dann mache ich die Challenge halt mit verbundenen Augen. Ah, schön, dass Sie rechtzeitig zum Sehtest erschienen sind. Ruby, mach mal eine Pause und gönn dir ein Eis bei der Hitze. Du hast es dir verdient. Also, ich bin ganz ehrlich. Also, die Heizung ist aus und der Ventilator ist an, also dementsprechend einwandfrei. Aber trotzdem habe ich da noch zwei Probleme. Papa, ja. Können wir ein Eis haben? Wir haben nicht genug Geld, um es selbst zu kaufen. Tut mir leid, ich hab auch kein Geld dabei. Ich habe nicht genug für uns alle. Ja, die Kinder hatten recht. Schokominze schmeckt echt am besten. Machen wir weiter mit Überfragt. Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Birdie Guys, ein Bird. Oh, das ist tatsächlich ein Vogel. Der kommt auf uns zu. Johübi, heißt es Berliner. Krapfen oder Pfannkuchen? Ich denke, hier ist es schon heiß genug. Ganz ehrlich, ich will nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Feuer? Wo ist Feuer? Johübi, warum ist es so warm? Hilfe. Ey Bruder, keine Ahnung, ich habe mein Bestes gegeben. Heizung ist aus, Ventilator ist an, ich habe zwei Eis gegessen. Also eigentlich sollte alles chillig sein. Verstehst du? Chillig. Weil chill kalt ist. Danke, dass du den Witz nochmal erklärt hast. Ich hätte ihn nicht gecheckt. Und ich auch nicht. Jombi, guckst du Filme lieber zu Hause oder im Kino? Im Kino wirklich nur in Ausnahmefällen, wenn es halt wirklich das Erlebnis erfordert und weil man eigentlich mit Leuten hingehen will. Ansonsten ist zu Hause vom Fernseher schon schön entspannt, so mit Essen und so. Jombi, Popcorn süß oder salzig? Süß, definitiv süß. Gute Antwort, ich habe gerade schon Angst gehabt. Jombi, wenn du ein Zauberer im Harry Potter-Universum sein würdest, welcher Job interessiert dich am meisten? Definitiv Lehrer. Also in Hogwarts wohnen 10 von 10, mit Kids arbeiten, voll cool. Und wenn sie dir auf den Sack gehen, verwandelst du sie ja, einfach in den Hoden. Ja, aber du bist ja mal der Depp für alles. Hast du nicht gesehen, wie pissig die Lehrer schon waren in Harry Potter? Jorgenby, wie sauer ist eine Zitrone und wie sauer eine Limette? Brauche den Unterschied. Ich hab die Zitrone. Ich hab die Limette. Meins geht. Alter, voll lecker. Richtig geil. Boah, die schmeckt übel nice. Boah. Ohne Scheiß, ich verstehe, warum eine Zitrone Sommerfrucht ist. Das ist so erfrischend. Ja? Voll geil. Die ist saurer, als ich gedacht hätte, so eine Limette. Die ist gar nicht so sauer, wie ich dachte. Das hätten wir fast noch mit reinnehmen müssen jetzt. Die Kamera läuft. Johübi, stell mal eine Szene aus Hitschu nach. Boah, das ist ultra schwer. Da gibt es so viele Szenen, aus denen man auswählen kann. Das ist... Hey, was ist da? Hey, what the fuck? Johübi. In dem Sketch ist ein eindeutiger Widerspruch. Der Sketch, in dem ein Widerspruch ist, ist definitiv der mit der Heizung. Ich bin schließlich in Köln.
Tim, lass uns das näher analysieren. Ja, warte mal, aber Heizungen sind doch für die Innenräume. Das ist doch halt vor allem wichtig, weil die thermostatische Gewichtung von Heizungen in den Innenräumen viel besser nach draußen ausbalanciert ist. Und deshalb stehen die ja immer extra drin. Stimmt, und Heizungen stehen normalerweise auch im Keller. Ja, genau, und im Keller, da sind doch deine Mods. Stimmt, und warte mal, ich kriege gerade von der Überwachungskamera von Beate und DK. Wow, warte mal, den kenne ich doch. Mit dem habe ich letztes Poker gespielt. Ja! Moment mal. Ich habe die Pokerkarten noch dabei, als ich mit dem Typen gespielt habe. Ja, zeig mal. Nein! No way! Als ob! Der Opernplatz! Der Opernplatz! Das kann doch nicht sein! Du wolltest dich seit dem Finale von Hübeflüssig aus meinem Leben raushalten! Kannst du dich an das Versprechen aus Folge 11 erinnern? Dass du ein Monopoly-Spiel mit David machst, das wurde noch nicht eingelöst. Hättest du mal Bock, mit ihr ein Monopoly-Stream zu machen? Bruder Sam, ich bin dabei. Super Mario-Anzug an und los geht's. Er sagt einfach, es kann ja ablenken, Dramatisch. Außerdem haben die Ninjago-Fanatiker mich beauftragt, dir eine Lektion zu erteilen. Duell! Veganium Leviosa! Stupor! Kuriyama! Namasaki! Kujiro Yuga! Zum dritten Mal auf. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Ich möchte euch noch den kreativen Kopf der Folge vorstellen, dem Jonas, denn der hat das Skript geschrieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine richtig coole Gamescom-Woche und wenn ihr irgendwelche Vorschläge für die nächste Folge habt, schreibt die gerne in die Kommentare und dann kann Hübi in der nächsten Folge wieder so eine coole Folge machen. So machen wir es. Danke an meine Kanalmember. Und hier verlinke ich euch noch die letzte Folge mit Tim und hier unten verlinke ich euch meinen 200-Abo-Special. Und hier sind ein paar Outtakes. Jo, Hübis, normalerweise, ich suche mir Kommentare raus und dann beim Dreh, puh, wie könnten wir das jetzt darstellen? Jonas hat gerade so richtig Utensilien dabei, so mit Messer, Vorbereitung. Kennt er nicht, ist Hübi gerade irritiert. Und Akteur hinter mir hat er so. Was machst du da eigentlich? Sieht aus wie ein Schaschlik-Spiel. Kennst du, nein, diese Spiralkartoffeln. Muss ich die noch so halten? Du trippst jetzt! Mach schneller! Warst du schon? Das war's schon. Okay, alles klar. Sag, wenn du machst. Wir sind schon fertig, aber bleib da, es kommt gleich noch ein Sketch. Trippen! Und was arbeitest du so? Aber schau mal, ohne die Spontanität der E-Mails der wichtige Toilettenshow entstanden. Da warst du welches Outfit? Ja, Toastbrot. Okay. Ja. Kuriyo Yodonov! Was war der Zauber? Kuriyo Yo! Schneid das rein. Am Ende so. Ja, Mann. Genau nach der letzten Sekunde. Ja.